Begrüßen Sie mit mir herzlich Nils Keller, auch Aussteller hier seit drei Jahren auf der Repetech von Additive Works. Herzlich willkommen und jetzt werden wir mehr über die Laserstrahlen erfahren. Genau, vielen Dank. Ja, bitte Entschuldigung, die Slides sind auf Englisch. Ich habe mich spontan dazu entschieden, doch auf Deutsch zu sprechen. Ich denke, es ist für die meisten vielleicht sogar einfacher. Der Vortrag heute befasst sich mit der thermischen Stabilität, wie wir es immer nennen. Additive Works ist ein Startup. Wir sind vor 3 Jahren aus der Universität von Bremen ausgegründet, beschäftigen uns seitdem mit der Simulation und auch Prozessvorbereitung fürs Laserschmelzen. Ja, mein Name ist Nils Keller, ich bin Geschäftsführer der Firma und wir kommen eigentlich direkt aus dem Problem des Prozesses. Also wir haben eben schon viel über Simulationen gesehen, welche Probleme auftreten, was man auch alles mit Simulationen machen kann. Bei uns ist erstmal immer die Frage, ja, wie sieht denn so ein Prozessergebnis aus? Das ist so ein bisschen, was man in den Medien sieht, in den Nachrichten, wie auch der Metall-3D-Druck dargestellt wird. Wenn man sich jetzt mal eine Anlage kauft und anfängt, Teile zu produzieren, sind das vielleicht eher die Bilder. Wir sprechen hier nicht über eine neue 3D-Drucktechnologie, wir sprechen hier über ein Schweißverfahren. Und Schweißnähte, ein Bauteil besteht im Endeffekt aus Schweißnähten, das heißt, das Material kühlt sich ab, zieht sich zusammen. Es gibt Risse, es gibt Verzug, es gibt Eigenspannung und natürlich auch Überhitzung, denn es ist ein thermischer Fügeprozess. Auf die Überhitzung möchte ich gleich gegen Ende nochmal besonders eingehen. Ich möchte aber kurz nochmal vorstellen, was unsere Vision ist, wo die Prozessvorbereitung und die Simulation in der additiven Fertigung hingehen soll. Ganz einfaches Beispiel, das Bauteil haben wir eben schon gesehen, benutzen wir auch zur Kalibrierung. Wenn man dieses Bauteil per One-Click, per Knopfdruck herstellen möchte, bekommt man sowas raus. Der Grund dafür ist Eigenspannung, Zugspannung auf der Oberfläche. Wenn man es abschneidet, dann gibt es eine Umverteilung der Dehnung, ist eine ganz normale Continuous-Mechanik und man bekommt halt diesen sichtbaren Verzug. Sprich, so ein Prozessergebnis ist erstmal nicht genau das, was man reingibt, sondern hängt sehr stark davon ab, wie sieht die Geometrie aus, was habe ich für Support, wie orientiere ich es im Bauraum. Und das macht den Prozess immer noch sehr schwierig aktuell. Im Prinzip ist es ein Blackbox-Prozess, denn man sieht ja nicht viel. Es fliegen ein paar Funken, aber so wirklich sehen, was passiert während des Prozesses, der ja auch mal Tage dauern kann, ist nicht möglich. Mit unserer Software wollen wir, wie gesagt, eine Prozessvorbereitung basierend auf Simulationen ermöglichen. Aktuell ist es so, es gibt verschiedene Softwares, um Supports zu erzeugen, um Orientierung zu finden. Mit der iteriert man dann, das heißt, man macht es mal, man baut es, setzt vielleicht noch einen Support mehr, baut es nochmal und so weiter, bis man irgendwann wirklich sein Bauteil bekommt. Und zwar so, wie es auch aussehen soll. Und das ist nicht unüblich, dass das 3, 4, 5 Mal gebaut wird, bevor es auch wirklich so rauskommt. Wir möchten uns diesen Loop natürlich sparen mit dem Experiment, weil die Anlagen sehr teuer sind und das Pulver auch nicht gerade günstig. Sprich, die Simulation soll im Endeffekt genau diesen experimentellen Loop ersetzen und ja, voll integriert in die Prozessvorbereitung dann genutzt werden, sodass man eigentlich aus der Software direkt beim ersten Mal das richtige Bauteil bekommt. Hier ist mal so eine Kostenabschätzung für so einen Teil. Ist wie gesagt nicht günstig und jetzt ist ganz klar, bei jeder Iteration verliere ich Geld und Zeit. Ich habe auch einen hohen manuellen Aufwand und es gibt natürlich auch Applikationen, die ich gar nicht realisieren kann. Wenn ich irgendwas Großes baue, was sich einfach immer wieder verzieht, dann habe ich eigentlich keine Chance, gegen diese Physik was zu tun. Auch das können wir beispielsweise über so eine Verzugskompensation, was wir heute auch schon gesehen haben, lösen. Unsere Software Amphion ist eine modulare Software. Wir haben im Prinzip 3 Module für die Prozessvorbereitung, einmal für die Orientierung, für eine Optimierung von Supportstrukturen und aber auch ein Modul für die Kompensation des Verzugs. Basierend ist das auf 2 FEM-Simulationsmodulen, einmal die Mechanik, einmal die Thermik, aktuell noch nicht gekoppelt. Für die Orientierung haben wir einen Ansatz, wo wir einfach die kompletten Möglichkeiten analysieren, sprich alle Rotationen, die möglich sind, werden evaluiert und hinterher kann der Benutzer entscheiden, was eigentlich wichtig für ihn ist und dementsprechend bekommt er sehr schnell ein Feedback, welche Orientierung die beste ist. Es ist relativ interaktiv, man sieht an diesen Maps, wie der Bereich eingeschränkt wird und man iteriert sich dann eigentlich auf so ein Optimum. Als nächsten Schritt, wie gesagt, muss man eigentlich die Supports generieren und
Supports können reißen, können, das Bauteil kommt aus dem Pulverbett, der Recoder fährt rein und man kann wieder von vorne anfangen. Hier haben wir uns einen Ansatz überlegt, wo man nicht mit einer konkreten Supportstruktur anfängt, sondern erstmal ein Design Space definiert. Ähnlich wie man das bei der Topologieoptimierung auch macht. Da hat man im Normalfall ja, Material oder kein Material. Wir arbeiten hier einfach mit Dichten von einer minimalen Dichte bis prinzipiell 100%, haben einen, eine Nebenbedingung, dass eine Rissdehnung nicht überschritten werden soll und nutzen dann unsere Simulation mit einer Optimierung drumherum, um eben dieses Support-Material zu optimieren, dass es im Endeffekt einfach nicht reißt. Sieht man bei diesem Typ sehr schön, also hier vorne braucht man entsprechend eine verdichtete Struktur, in der Mitte sind die Lasten gering und daraus wird auch in der Software direkt die Struktur generiert. Interfaces werden auch entsprechend der Lasten angepasst, denn die kennen wir ja auch in der Simulation. Ansonsten nutzen wir die Perforation aus, um unterschiedliche Dichten zu realisieren, sprich da, wo die Lasten gering sind, kann man mit sehr großer Perforation arbeiten, spart Material und auch die Prozesszeit. Da, wo es ja, kritischer wird, schließt sich die Perforation und eventuell werden sogar weitere Wände eingeführt. Basierend ist das auch auf der mechanischen Prozesssimulation. Damit haben wir quasi gestartet. Basierend ist das auf so einer Inherent Strain Methode. Das ist eine Annahme, die man ganz gut treffen kann, kommt aus der Schweißtheorie, ist schon lange bekannt. Und damit kann man sehr pragmatisch reale Bauteile auch wirklich simulieren. Die zugrunde liegende Annahme ist eine thermische Stabilität. Das bedeutet, dass eigentlich jede Schicht auf die Bautemperatur runterkühlt, nachdem sie aufgebracht wurde. Unter der Annahme kann man sich dann die komplette Thermik sparen und sehr schnell Eigenspannung, Verzug und auch eventuell Risse vorhersagen. Auch wir setzen auf GPU-Computing hier, sprich auf Cut-Workstations sind wir entsprechend schnell, aber auch Notebooks mit einer Grafikkarte können genutzt werden, um zumindest kleinere Bauteile zu simulieren. Nachbearbeitung kann natürlich auch mit berücksichtigt werden, gerade Abschneiden führt ja zu Spannungsrelaxation, das haben wir natürlich auch damit drin. Wichtig war für uns bei der Entwicklung dieses Modells, dass wir schneller sind als der Prozess selber und dass wir natürlich genaue Simulationsergebnisse haben, die auch experimentell überprüft werden können. Ja, mittlerweile sind wir auch in der Lage, wirklich komplizierte Bauteile zu vernetzen und simulieren. Ich wurde vor ein paar Jahren mal gefragt, wie man sowas denn jemals simulieren möchte bei einem Prozess, wo 20 Mikrometer Schichten aufgeschmolzen werden. Es ist mittlerweile möglich. Wir haben eine adaptive Vernetzung und mit vernünftig großen Computern mit ein bisschen mehr RAM kann man auch locker innerhalb von einigen Stunden solche Bauteile durchrechnen. Die Verzugskompensation ist etwas, was wir neu einführen, eigentlich auch in die Prozessvorbereitung hier. Haben wir vor mittlerweile 5 Jahren entwickelt. Die Idee, wir haben es auch vorhin schon gesehen, ist ganz einfach. Wenn ich sogar quantitativ vorhersagen kann, wie sich was nach oben biegt, dann kann ich das Modell einfach entsprechend nach unten biegen. Ausgehend davon, dass die Änderung nicht so groß ist, dass sich der Verzug ändert. Und wenn ich dann dieses nach unten gebogene, virtuell vorgebogene Teil baue, dann verzieht sich natürlich mein Teil immer noch während des Prozesses, aber es kommt halt genau das raus, was ich eigentlich haben möchte. Und das kann man sehr gut an so einer Box sehen zum Beispiel. Die biegt sich einfach durch, sollte gerade sein. Und kann man jetzt irgendwie Wärmenachbehandlung oder irgendwas machen oder fräsen, das wird nicht vernünftig werden, denn das ist schon krumm und auch noch auf der Platte drauf. Kann man in 5 Minuten vorhersagen, nach innen biegen, bauen und dann sieht es so aus wie das eigentliche Modell. Und das funktioniert auch bei Springback-Effekten, wo man beim Abschneiden so eine Spannungsumverteilung hat. Hier mal dargestellt, dieses GE-Bracket springt halt ungefähr 1 Millimeter hoch, kann unsere Software runterbiegen und dann springt es quasi beim Abschneiden in die richtige Form. Ja, das Thema für meinen Vortrag ist diese thermische Stabilität und ich habe mal direkt runtergeschrieben oder Bauraten. Unser neues Modul für die thermische Simulation ist im Prinzip eine Reaktion auf den Markt oder auf den Anlagenmarkt, der aktuell gegen hohe Kosten damit reagiert, bessere Bauraten zu haben, produktiver zu sein, sprich mehr Laser oder auch mehr Watt. Das führt natürlich zu unter Umständen Effekten, wo dann die thermische Stabilität, wie ich es eben angesprochen habe, nicht mehr gerechtfertigt ist. Man muss sich natürlich fragen, was möchte man?
Möchte man schnell bauen oder möchte man reproduzierbare Materialeigenschaften homogen im ganzen Bauteil wirklich generieren? Denn der Prozess generiert das Material. Hier ist mal so ein Beispiel. Auf der rechten Seite ist ein aushärtender Stahl und es sind eigentlich nur vier Bauteile auf der Platte. Zwei sind sehr klein, zwei sind größer. Was passiert? Man sieht hier diesen Strich. An der Stelle, wo diese beiden Bauteile fertig sind, arbeitet der Laser nur noch an diesen beiden Bauteilen, sprich die Energie pro Zeit pro Teil wird höher und es fängt an, sich zu überhitzen. Man kann es halt deutlich sehen, wie es angelaufen ist. Sprich, allein die Analyse, was im Bauraum ist, wie hoch die Bauteile sind, ist sehr, sehr wichtig, um eine Überhitzung vorherzusagen oder auch zu vermeiden dann im Nachhinein. Deswegen haben wir einen Zwei-Stufen-Ansatz. Wir analysieren erst die Bauraten für alle Bauteile in einer festen Print-Shop-Setup, sage ich mal. Und danach kann man dann auf Bauteil-Level die thermische Simulation machen, die auf diesen Bauraten basiert. Die Idee ist dann, die Simulation natürlich auch zu nutzen und zu schauen, bin ich in einem Fenster, wo mein Material vernünftig wird oder laufe ich eventuell raus. Und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, thermische Stabilität zu erlangen. Was das bedeutet, ob man nicht über 200 oder über 300 Grad kommen sollte, das hängt dann natürlich ganz stark vom Material oder auch der Applikation ab. Was sind weitere Probleme der thermischen Instabilität? Also ich kann unter Umständen wirklich unterschiedliche Phasen irgendwo generieren, weil sich das Bauteil aufheizt während des Bauprozesses und dann die Abkühlkurven plötzlich ganz anders aussehen. Auch die Materialeigenschaften werden sich verändern. Ich werde irgendein gradiertes Material bekommen und werde eigentlich kein Feedback aus dem Prozess kriegen, dass ich jetzt nicht das Material habe, was ich vielleicht mit einem kleinen Würfel oder einer Zugprobe charakterisiert habe. Wir haben natürlich den Nachteil, dass unsere Verzugskompensation auch nicht mehr funktioniert, wenn sich es irgendwie überhitzt, weil dann Temperatur fällt doch eine größere Rolle spielt. Und das ist eigentlich immer der beste Indikator, dass so eine Überhitzung stattgefunden hat, die Bauteile schrumpfen. Es gibt eine Abkühlung, Volumenschrumpf und wenn das Bauteil hinterher kleiner ist als im Cut, dann weiß man, da ist irgendwas passiert, weil die richtige Anzahl der Schichten wird ja eigentlich aufgetragen. Ich habe so ein paar Beispiele, die einfach mal zeigen sollen, wie wichtig das ist, diese thermische Stabilität zumindest im Hinterkopf zu haben. Ob man es jetzt mit Simulationen immer löst, ist die andere Frage. Aber hier ist mal ein Beispiel, wo quasi ein Dienstleister den einen Tag neunmal dieses Bauteil ausliefert. Kann schön genestet werden, ein Bauprozess, mal durchsimuliert, nichts wird über 200 Grad warm. Nur leicht, ist also nicht wirklich kritisch. Am nächsten Tag wird ein Bauteil bestellt, das muss dann halt allein auf die Anlage, das ist ja kein Problem, dafür haben wir ja so ein schönes Freiformverfahren. Was passiert? Die Zeit, wo acht andere bearbeitet wurden, wo jedes einzelne abkühlen konnte, die fehlt und an der Stelle überhitzt es sich natürlich maßlos. Hier kommen wir über 600 Grad, das ist ein Stahl, da ist klar, die Materialeigenschaften sind nahe der halben Schmelztemperatur schon wirklich anders. Ein anderes Beispiel ist so richtig in Richtung Produktivität. Ich baue dieses Teil, habe eine Maschine mit einem Laser und es dauert mir zu lange. Dann kaufe ich mir eine Anlage mit vier Lasern und baue das Teil einfach damit, quasi viermal so schnell. Was passiert? Es überhitzt sich fürchterlich und auch im Fall von aushärtenden Stählen bekomme ich unter Umständen für das komplette Bauteil ein ganz anderes Material. Ein letztes Beispiel, was ich leider auch häufiger sehe, ist so ein Setup. Hier ist die Idee, man baut irgendwie sein eigentliches Bauteil und Zugproben drumherum, um sicherzustellen, dass der Prozess gut gelaufen ist, um die auch hinterher zu messen und zu sagen, das sind die Materialeigenschaften von dem Bauteil. Was ist hier das Problem? Die Zugproben überhitzen sich nicht, aber die sind kleiner als das Bauteil. Das Bauteil ist 2 Zentimeter höher als diese Zugproben. Das heißt, hier entsteht ab der letzten Schicht für die Zugproben eine Situation, wo auch plötzlich die gesamte Abkühlzeit von diesen, durch die Zeit der Belichtung dieser Zugproben für das Bauteil hier selber fehlt. Und da kann man in den Maximaltemperaturen sehen, hier ist diese Stelle, quasi hier am Ende, wo die Zugproben fertig sind, wo eigentlich sprunghaft dieser obere Teil Richtung 700 Grad geht, 600, 700 Grad, in dem Fall Titan. Dieses Bauteil wird völlig andere Eigenschaften haben als diesen
ja, Stab, den man dann vielleicht testet und messt, wisst. Insofern ist es auch so ein Setup eigentlich sehr gefährlich, wenn man nicht zumindest sicherstellt, dass das eben nicht passiert. Zum Schluss möchte ich nochmal zeigen, wo das ja in so einer Prozesskette ansetzt. Prinzipiell ja, sind das so die Schritte, die man eigentlich immer macht mit normaler Software. Unsere Software ersetzt eigentlich diese Schritte weitestgehend. Wir übernehmen diese Punkte, fügen dazu die thermische und mechanische Analyse ein. Auch die Verzugskompensation kommt noch dazu, Slicing, und dann macht man eigentlich normal weiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach die Berechnungsmodule ja, zu verwenden und damit die bisherigen Tools zu unterstützen. Und auch die thermische Simulation kann beispielsweise genutzt werden, um die Supports nochmal zu ändern, um zu schauen, dass da nicht irgendwo ein Bottleneck ist, wo die Wärme durch muss. Orientierung natürlich, wenn ich irgendwie was Massives habe, sollte das vielleicht eher unten sein, damit die Wärme schnell in die Plattform abfließen kann. Und natürlich könnte ich auch das Design anfassen. Eine Idee, und das möchte ich als letztes als ein Beispiel zeigen, ist es einfach aufzunehmen an der Stelle, wo der Baujob fertig ist, um diese thermische Stabilität zu überprüfen. Und hier ist auch die Idee, dass wir nicht nur hier ändern können, sondern wir könnten auch den Prozess ändern. Und das möchte ich an diesem Beispiel zeigen. Das ist der aushärtende Stahl MS1 172009. Wenn man den einfach baut, dann wird er sich überhitzen. Die Wärmeleitfähigkeit ist nicht besonders hoch. Ab irgendwie so 200 Grad kriegt man Austenit, darunter eher Artensit. Was jetzt passiert ist, ja, es überhitzt sich halt mit dem Prozess, sprich ich generiere Artensit, ab irgendeiner ja, Isotherm oder Linie bildet sich dann nur noch Austenit, einfach weil die Abkühlgeschwindigkeit sich ändert und die Abkühlkurve, auch die Minimaltemperatur natürlich. Hier oben kommt dann so eine kleine Struktur rauf, da wird es quasi wieder abgeschreckt, bis diese Stäbe sich selber auch wieder überhitzen. Das heißt, ich habe eigentlich Martensit, Austenit und weiß es nicht mal. Was kann man dagegen tun? Kann das simulieren, vorhersagen. Und dann gibt es bei den Anlagen die Möglichkeit, Wartezeiten einzustellen. Und das läuft natürlich jedem zuwider, der jetzt eine Anlage mit 4 Laser oder Kilowatt Laser gekauft hat, um schneller zu bauen, um Geld zu sparen, weil die Produktivität geht einfach verloren dadurch, dass man wartet, dass das Bauteil in diesem stabilen Zustand abkühlt. Und hier habe ich einfach mal eine Wartezeit von 20 Sekunden genutzt. Das heißt, also bei EOS heißt es Minimum Layer Time, dass jede Schicht minimal 20 Sekunden braucht, bevor die nächste kommt. Hier unten braucht der Laser sicherlich so 20 Sekunden, hier oben aber nicht mehr. Und durch diese Einstellung ja, konnte man in dem Fall sicherstellen, dass wir keine 200 Grad mehr erreichen in dem Prozess. Sprich, wir haben überall dieselbe Phase. Und das wäre ein Job, wo ich sagen kann, dass ist thermisch stabil, das heißt auch die Simulation passt und ich kann mir mehr oder weniger sicher sein, man soll es natürlich nochmal nachmessen und auch kalibrieren, dass ich aber nicht irgendeinen ja, zufälligen Werkstoff im Endeffekt generiere. Weil auch die Kalibrierung so wichtig ist und ein so großes Thema, arbeiten wir halt mit den Anlagenherstellern auch zusammen. Temperaturmesssysteme werden überall entwickelt und wir haben insbesondere auch Softwarekooperationen mit den drei Herstellern SLM, EOS und 3D Systems. An der Stelle denke ich, dass ja, auch in der Zukunft da mehr dieses Thema noch Beachtung finden wird, einfach weil es extrem wichtig ist im Sinne der Materialeigenschaften. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auch für die Einladung und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das zeigt zum einen eben, dass die Prozesskenntnis doch eine der wichtigsten auch im 3D-Metalldruck ist. Und zum anderen fand ich die Auflistung ganz zu Anfang ganz gut, wo es dann eben auch darum ging, ja, ihr spart halt dementsprechend auch eine Iteration, sprich einen 3D-Druck, beziehungsweise jeweils pro Iteration immer einen Druck ein. Und das ist natürlich auch, was Kosteneffizienz dann eben auch ausmacht. Gut, gibt es dazu noch Fragen aus dem Auditorium? Dann sag noch ganz kurz, der Stand ist ziemlich im Zentrum. 515, ziemlich in der Mitte, glaube ich.
Hintertrumpf von hier. Ja, okay, Hintertrumpf. Genau, also wer noch Fragen sind, wir haben auch ein paar Teile mitgebracht, wo man mal so gerissene Support sieht oder wie so eine Durchbiegung wirklich sichtbar auch aussehen kann und auch eine Kompensation davon, gerne vorbeikommen und sich anschauen und diskutieren. Alles klar, vielen, vielen Dank. Danke auch. So, genau.